Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen bei einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Oh, guten Morgen, Margosha. Lieber nicht. Team Düse! Es ist jetzt gerade Samstagmorgen, wie ihr auch hier unten sehen könnt. Ihr habt euch das gewünscht. Wir machen das natürlich für euch. Deswegen an der Stelle schon mal einen fetten Daumen nach oben für diesen Vlog, weil wir immer auf das eingehen, was ihr euch wünschen tut. Wir sind in Weihnachtsvorbereitung, mehr oder weniger. Es gibt jetzt gerade Frühstück. Ich war gerade schon einkaufen. Wir sind heute mal relativ früh aus dem Bett gekommen fürs Wochenende. Normalerweise schläft Alia am Wochenende, also wenn sie dann ausschlafen darf und nicht in die Kita geht, immer bis 9, halb 10 so. Heute ist sie aber 5 nach 8 aufgewacht. Nee, deswegen... 5 vor 9. Echt? Ja. Ah, sie ist 20 nach 8 gekommen. Nein, 5 vor 9. Echt? Ja. Achso, okay, ich dachte, das wäre 5 nach 8 gewesen. Und oh, jetzt sehen Sie hier einen Headbang. Ich gehe gleich erstmal duschen. Du wirst gleich erstmal duschen. Und, ja, guck mal, das ist schon wieder hier. Das ist schon wieder das, warum wir so gefeiert werden. Ja, hier, du hast ja einfach hier in die Haare so hängen. Das ist auf jeden Fall meine Margosha. Schön, wie sie ist. Und, Weihnachtsdeko. Weihnachtsdeko. Ja, das haben wir uns gekauft. Das ist von Nanunana. Keine bezahlte Werbung. Das ist ein Christmas-Duft, der da heißt... Wer ist der? Welcher ist das? Bratapfelduft haben wir uns hier geholt. Dann haben wir uns hier noch so ein kleines Bäumli geholt. Und jetzt kommen die Highlights, meine Freunde. Wir haben das hier ein bisschen neu. Machen wir kurz das normale Licht an, damit man einmal, oder das Ding, damit man es einmal sieht. Wir haben hier einmal so einen kleinen Schlitten gekauft. Der hat 2 Euro gekostet. Der hat so Details. Hier noch so ein kleines, ja, so ein kleines so eine kleine Schneeflocke. Und ja, dann haben wir das hier so hingestellt. Hier hinten jetzt hier quasi das Licht, dann ist der Wald und dann ist da so der Schlitten. Das passt so vom Thema her. Und hier genauso. Hier haben wir nämlich einmal hinten den Weihnachtsbaum hingestellt. Und da vorne ist jetzt so ein Geschenk. Das finden wir auch richtig gut. Das Geschenk ist allerdings von Poco. Die guckt so, oh nein, es ist noch nicht Weihnachten, ich darf das Geschenk noch nicht aufmachen. Dann haben wir jetzt hier einfach die Dinger hingestellt. Und das haben wir jetzt noch gefunden. Das hatte ich letztens, das passt nämlich zu dem Baum. Ja. Das gab es nämlich gar nicht mehr letztens bei Ernstings. Und das hat sie jetzt einfach mitgebracht, auf Überraschung. Eigentlich soll es ja die Mutter kriegen, aber das haben wir jetzt behalten. Weil ich das eigentlich schon die ganze Zeit wollte, genau. Und das ist jetzt hier auf unserem Tisch. Wir haben Schuhe bestellt, weil Alias Füße immer kalt waren. Wir dachten uns so, oh Gott, die Schuhe, die wir gekauft haben, die waren eigentlich für den Winter, aber wir haben uns dann neue bestellt, die halt mehr gefüttert waren. Und dann sind wir gestern zu Deichmann und da haben wir eine sehr, sehr nette... Süß, man hat dich im Spiegel gesehen, wie du so da langgelaufen bist. Sehr nette Verkäuferin, die hat dann gesagt, ey, so, ihr braucht doch nicht extra neue Schuhe kaufen. Wir haben hier noch diese Celsius-Sohlen, die haben unten halt so kunststoffmäßig und dann oben, also damit die Kälte nicht hoch kommt sozusagen. Und oben halt hier so, ja, Mikrofaser, Wolle-Fake. Auf jeden Fall sollen die Füße damit warm bleiben und da kann man, ich weiß nicht, ob man das sieht, da gibt es so mehrere Zuschnitte. Das, ja, genau, das extra für Kinder, ja, sieht man perfekt. Und das werden wir dann kleiner machen, in die Schuhe reinlegen. Und dann wollen wir mal gucken, ein paar Tage, ob die Füße dann warm sind. Wenn sie warm bleiben, brauchen wir, können wir die Schuhe zurückschicken. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr nett, dass sie dann nicht sagt, ja, kauf mal die neuen, sondern dass sie uns das anbietet. Long story short, wir werden jetzt frühstücken. Und dann werden wir heute hoffentlich einen Weihnachtsbaum finden. Und zum Weihnachtsbaum-Desaster dieses Jahr werden wir euch nachher sicherlich noch was erzählen. Aber dafür müssen wir erstmal frühstücken. Sonst ist die Aufregung bestimmt wieder zu groß. Richtig, Mama? Nein, ich hab nichts sagen, bitte. Nein? No. Bist du jetzt auch so eine perfekte Influencerin, die sich noch zeigt, wenn sie geschminkt ja. ist? Okay, tschüss. Tschüss. Wir sehen uns dann geschminkt, ne? Mhm. Während von der linken Seite ein zärtlicher Geruch von Bratapfel in unsere Nasen duftet, haben wir zur rechten Seite eine Margosha, die am Essenstisch Fußsohlen schneidet. Lecker Schmecker. Auf jeden Fall, wir haben hier schon einen Schuh fertig gemacht, Freunde. Und das sieht so aus und es passt perfekt rein. Sie hat super zugeschnitten. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob Alia dann noch kalte Füße haben wird. Wir hoffen nicht. Wir haben jetzt ganz oft gelesen, dass Elefanten jetzt irgendwie von Deichmann aufgekauft werden und jetzt angeblich nicht mehr so gut sein soll. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Hör mal, hast du gut gemacht? Ich hoffe es. Ja, so, dann wollen wir das auch mal installieren, gell? Ja. Alia macht hier gerade ihren Adventskalender auf. Noch nicht. Und jetzt hat sie noch einen Adventskalender von... meiner Mutter bekommen, und zwar einmal diesen hier. Ich auch von meiner Mutter. Einmal den, und den hat sie von Oma bekommen. Das heißt, Ali hat 3 Adventskalender. Das finde ich ein bisschen too much, aber ja. So ist das, wenn man sich nicht abspricht. Den Adventskalender, den ich gemacht habe, da gibt es eigentlich kaum Schoki. Deswegen. Ein Quetschi. Ein Quetschi? Yo, yo. Oh, so. Yo, yo.
Juhu. Okay. Jetzt mache ich das auf. Wow. Ein Spitz. Wow. Oh, das ist aber toll. Wir haben hier gerade was aufgemacht und da ist nichts drin. Warum ist da nicht was drin? Das ist aber wirklich, das geht gar nicht. Also hier war ja ein Buch drin. Und zwar dieses hier. Dann war hier in der Nummer 5 nochmal das Buch. Oh nein, das geht nicht. Und eigentlich müsste da auch ein Buch sein. Das geht nicht. Das ist nicht lustig mit dem. Das geht ja gar nicht. Das habe ich noch aufgemacht. Das finde ich jetzt gerade echt dreist. Ali hat jetzt den Kalender aufgemacht. Also bei ihr gab es halt diesen Quetschi. Dann gab es leider ein Buch weniger, aber naja, kann man jetzt auch nichts ändern. Diese Bücher und ganz viel Kinderschoki. Nee, das ist meins. Und das hier machen wir erstmal nicht auf, weil das ist dann ein bisschen zu viel Schoki. Aber wir können uns die Schokolade da teilen, oder Alia? Nee, das ist meins. Alia? Ja? Kannst du mir nochmal teilen? Warum? Sonst ist Mama traurig. Aber das gehört doch so. Ja. Es ist jetzt eine Maschine am Laufen. Jetzt ist sie zum Glück gerade ruhig. Ich glaube, das ist jetzt fertig. Nee, es muss auch geschleudert werden. Auf jeden Fall, ich habe jetzt ein bisschen die Küche aufgeräumt. Mama hat geduscht. Genau, ich habe mir jetzt hier gerade einen Orangensaft gepresst. Ich liebe frischen Orangensaft, denn ich hatte ja ein bisschen Fieber und sehr Kopfschmerzen die letzten Tage. Deswegen ein bisschen Vitamine reinballern und ja... Dann frischer Orangensaft, hat wenigstens noch ein paar Vitamine. Lecker! Und dann machen wir uns gleich fertig und dann hoffentlich finden wir einen Weihnachtsbaum. Und ich habe jetzt den Bart hier so ein bisschen länger gelassen und hier, das habe ich letztes Jahr schon mal, auf meinem Passbild. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich finde es eigentlich ganz gut. Schreibt mal in die Kommentare. Die Haare kämmen. Eigentlich mache ich das immer trocken, aber wir müssen uns richtig beeilen, weil wir gleich noch probieren müssen. Ich merke halt nicht, dass ich meine Haare so kämme. Ich weiß, man muss die trocken kämmen, aber wie gesagt, keine Zeit. Und jetzt föhne ich mir die Haare und dann geht's los. Und ich glaube, heute mache ich mal auf die Haare. Mal gucken. Wir machen uns jetzt auf, wir müssen nämlich ins Aber Elbe. Wir werden nicht da filmen, weil ihr habt gesagt, wir filmen zu oft in der Schuppen. Echt? Wir filmen trotzdem da. Auf jeden Fall, wir müssen nämlich, ich weiß nicht, wisst Nein, ihr? Nein, sag es nicht. Doch, natürlich sage ich das. Am Valentinstag, die treuen Zuschauer, die wissen das noch, da haben wir schon mal ein Parfüm zurückgegeben und jetzt geben wir noch ein Parfüm zurück, denn sie hat genug neue Parfüms und Nein, ich habe mir letztens eins bestellt. Und er hat mir das gekauft, ich habe mich richtig gefreut, aber dann habe ich gemerkt, das ist doch nicht so meins. Vom Duft der Waffe. Also sie hat sich das noch nicht, sie hat das noch nicht aufgemacht, sie hat sich nochmal letztens damit eingesprüht im Douglas. Nein, ich habe davon eine Probe und da habe ich nochmal gebraucht. Und jetzt habe ich sowieso ein neues und dann habe ich gesagt, nee, Schatz, das ist zu viel. Dann. Alia, kommst du mal bitte mit den Schuhen aus der Küche raus? Auf jeden Fall, genau, dann gehen wir wieder zurück. So schön. Wir müssen so gleich nochmal auf den Weihnachtsmarkt, weil ich muss was essen. Und zwar, warte, was? Schmelzkuchen mit Kinderschokolade. Das muss so geil sein, Leute. Der Blond. Oh ja, das ist oh ja. Wie krass das ist. Ja, vorne ist schon echt bunt. Guck mal, hier ist der Ansatz. Da sieht man ja nicht, weil ich immer Zopf trage, aber so. Oh yo, das ist schon echt gut Ansatz wieder. It's my favorite part of it all. When you and me deck the halls. Making everything look just like it should at Yuletide. The parcels are all under the tree. Right where they should be. Everything is crispified. Disney bonafide. Hansel
wollten gerade was bei Zara zurückgeben und wir hatten die Karte nicht dabei. Ich habe meine Karte nochmal gegeben. Ich so ganz normal. Ich wusste, ich habe so ganz normal, wir haben die Karte dabei, ich habe die Karte gegeben und dann gab es einen Fehler an der Kasse. Und dann kam irgend so eine Mitarbeiterin, die voll ernst unterwegs war. Und die meinte, hast du denn gehört, dass die richtige Karte ist? Und obwohl das nichts mit dem Fehler zu tun hatte, ging es nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir sind im Elbe. Wir waren auch schon relativ erfolgreich. Wir haben jetzt die letzten Weihnachtsbesorgungen gemacht. Keine Sorge, bald gibt es weniger Shopping-Stuff. Na. Und jetzt ist noch jemand im Elbe. Mit dem treffen wir uns vielleicht. Ja, wo seid ihr? Wir haben den Kinderwagen mal wieder voll bepackt. Mit Geschenken. Viele Geschenke sind aber... Also haben wir das Geld bekommen, um das zu besorgen. Nein. Also nicht gut. Was? Nein. Jetzt ihr Rührei, ein bisschen Milch. So was? Milch, ich hab Milch gesagt. Du hast Milch gesagt. Also meine Mutter, mit der ich schlafen möchte. Wie sagt man das so? Weiß nicht, du bist auch eine Milch, ne? Echt? Oder du bist eine Milch? Eigentlich bin ich keine Milch. Warum nicht? Ich will. Ja, das heißt einfach nur, das ist eine gut aussehende Mutter. Einfach. Wir zeigen euch jetzt hier live. Die Do-It-Yourself, wie wir unseren, weil wir haben keinen anderen, unseren Adventskranz am, welcher ist denn? Am 14. machen wir unseren Adventskranz. Oder beziehungsweise wir machen so ein Gesteck. Ja, wisst ihr warum? Und jetzt haben wir uns bei Nanuna nach dieses Ding da gekauft, diese Unterlage. Und wir holen dann noch morgen, wie heißt das? Also so Tannengrün, also einfach erst. Und dann machen wir ein bisschen Schnee rein und dann dampft das eigentlich auch. Und der Schnee wird irgendwann in der ganzen Wohnung verteilt sein. Das ist ja in der ganzen Wohnung, oder? Den letztes Jahr auch, Schatz. Hatten wir den letztes Jahr auch? Ja. Wo? In diesem Besteck. Echt? Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, aber hatten wir den. Leute, ich war letztes Jahr tatsächlich schon hier um diese Jahreszeit. Hm. Dürft ihr nicht vergessen, wir kennen das schon ein Jahr und vier Monate fast, ne? So krank, gell? Ja. Ich hab das Gefühl, wir kennen uns das ganze Leben. Hab ich auch. So sieht das bis jetzt aus. Provisorisch eigentlich ganz... Besser als nichts, ne? Ja, auf jeden Fall. Hi Leute und willkommen bei diesem megamäßigen Feld. Ich wollte gerade ein Bild machen. Moja Kochana. Oh, Kacke. Warte, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, Alter. Ich bin so dumm. Ey, wir hatten jetzt noch gerade eine super Fotosession für das Thumbnail vom Video, was morgen früh online kommt. Und jetzt hat Marusha so Hunger. Jetzt wird hier nämlich hier gegessen. Hier wird ein Festmahl hier mit der... Mit Baguette und Ayoli. Und wir schauen jetzt einen Weihnachtsfilm, den wir von Anfang an. Schatz, gute Nacht, bis gleich. Für uns ist es jetzt eine gute Nacht und für euch ist es bis gleich im Vlog, ne? Oh, du wolltest gerade die Hand nehmen und zumachen. Oh, gute Nacht. Oh, sie hilft immer so gut mit. Guten Morgen und willkommen zum neuen Tag. Wir sind aufgestanden und jetzt sind hier, wie gesagt, fleißig schon Geschenke eingepackt. Ich habe gerade kurz ein bisschen aufgeräumt, Küche gemacht und jetzt wollen wir gleich endlich los und hoffentlich finden wir heute einen Weihnachtsbaum. Ich habe gestern da schon mal geguckt, da waren echt schöne. Hoffentlich hat das am Sonntag offen. Mama guckt jetzt gerade das Videoprobe, bevor es hochgeladen wird. Und kennt ihr das? Ihr habt Kinder und die sollen in ihrem Zimmer spielen und dann kommt die so raus und dann ist so das hier der Fall. Wir machen uns jetzt gerade ready und wollen jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen. Wir hoffen, wir finden einen. Die Mama hat ihre stylische Adidas-Mütze an. Sie sehen sehr schön aus. Komm, Schatz. Ich bin noch da. Kennt ihr so Mädchen, die zu einem Schatz sagen? Ich weiß manchmal gar nicht, ob sie mich meint. Schatz kann ihre Schwester sein, ihre Freundin, ihre Mutter, ihre Tochter. Nein, meine Mutter ist nie Schatz. Nein, ich weiß, es war zwar ein Scherz, aber so manchmal so, oh Schatz, ich so, ja, was ist? Oh, ich meine dich nicht. Und dann, wiederum so, oh Schatz, irgendwas bla bla bla. Und ich denke, sie meint mich nicht, weil sie mit jemand anders redet. Und dann meint sie, Schatz! Ich so, achso, meinst du mich? Ja. Hi guys, Ori holt jetzt kurz noch Geld. Und dann fahren wir jetzt den Tannenbaum holen. Ich hoffe, wir finden einen schönen. Und ja, wir haben eigentlich einen schönen vor zwei Tagen gesehen. Auf jeden Fall wollte Ori ja unbedingt nach einem großen Tannenbaum schauen und größer und größer, weil er das wahrscheinlich noch von seinem Vater kennt. Das Wohnzimmer von seinem Vater ist ungefähr 50 Quadratmeter. Und unseres ist aber nur 20 oder 25, also die Hälfte. Ja, warte mal. Ja, gleich, mein Schatz, wir kaufen gleich einen. Und ich will gar nicht einen Tannenbaum kaufen. Und er,
er hat es einfach nicht gepeilt, dass es einfach zu groß wäre für unser Wohnzimmer. Und dann wollte ich den haben und dann war er weg. Ich war so traurig, Leute. Ich war so sauer. Weil der war wirklich so lieb auf den ersten Blick. Also der war so schön gefüllt, dick und ja. Naja. Und ich hoffe, wir finden heute einen schönen. Gestern haben wir auch schon geschaut, aber da war nichts so Besonderes, was mich jetzt Mama, umgehauen hat. Nein, und deswegen warten wir jetzt. Es ist heute einfach mal so fucking kalt und so windig. Ich habe mir jetzt einen Dutti gemacht. Beste Friese. Beste Friese, ja, finde ich auch. Und ich habe, sieht man, dass das eigentlich ihr Schal ist? Ich glaube kaum, oder? Got it. Wir haben einen. Endlich. Wir haben jetzt endlich einen Baum gefunden. Wir gucken jetzt einmal, ob er ins Auto passt. So sieht er irgendwie größer aus jetzt gerade, ne? Er ist nicht klein, Schatz. Wir haben den Baum jetzt verladen. Er ist so groß, dass er, also beziehungsweise so groß, beziehungsweise so klein, dass er hier so leicht schräg hinten ins Auto tatsächlich reinpasst. Er ist größer als du. Du bist bestimmt so 1,90 ungefähr. Nein. Doch. Ja gut, aber mit der Spitze. Ja, mit der Spitze. Aber das ist ja trotzdem nicht groß für einen Baum, ne? Jeder kennt halt andere Sachen. Ich hatte zum Beispiel immer so einen 2,80 Baum, der was fest bis zur Decke war. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was für Weihnachtsbäume habt ihr? Es gibt auch Leute, die kommen ganz klein und schnell auf den Tisch, ne? Schatz, ja, aber wir haben kein Haus. Nein, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich meinte, meine Eltern haben auch immer einen großen, ja. Aber die haben ein Haus. Ja, aber dann kennst du ja größere Bäume. Aua. Ups. Ich finde ihn aber jetzt nicht klein für unsere Wohnung. Der nein, ist total groß. Nein, für unsere Wohnung ist er nicht klein. Ich habe keinen Bock, 80% Wald in meinem Wohnzimmer zu haben, sag ich ganz ehrlich. Leute, da ist sie. Sie hat gerade. Nicht so gute Laune, deswegen. Das hab ich schon gesagt. Ja? Okay. Weiß ich nicht. Heute ist nicht so mein Tag, ich weiß nicht warum. Ich wollte nicht mal Schmelzkuchen. Sie hatte manchmal so Tage, da wacht sie auf und dann ist einfach nicht ihr Tag. So, und jetzt fahren wir nach Hause. Das hat jeder, Schatz. Ja, das stimmt. Also. Aber du hast es häufiger als andere vielleicht. Das stimmt. Mama? Ich nach Hause, Mann, Mittagessen, ich hier. Leute, draußen ist es Winter. Ich habe jetzt hier die Maria gemacht, ja. Ich habe mir hier so einen Schleier umgezogen. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann gebt schon mal einen Daumen nach oben. Und weil Weihnachten bald ist, grüßen wir heute einfach mal 6 Leute. Das letzte Video war ja kein Vlog. Deswegen schöne Grüße, danke für eure Unterstützung an Rebecca Schweiger, Jenny Briski, an Christina F., an Ella Sude, an Lara Querner und an Jasmin Gwerda. Wenn auch ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt doch einfach Hashtag Team Düse in die Kommentare. Dann grüßen wir euch vielleicht im nächsten Video. Ansonsten gebt gerne einen Daumen nach oben für das Video. Lasst gerne einen Kommentar da. Wir haben ja wieder mal einige Sachen gefragt. Wir antworten auch wieder auf jeden Kommentar, wie in den letzten Videos. Vielleicht jetzt nicht 5 Tage später, aber immer die ersten 2 Tage sind wir da sehr, sehr aktiv. Also würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder uns. Und natürlich ein Abo da lassen. Bald gibt es auch nochmal, ja, auf dem Kanal eine kleine Änderung. Vielleicht errät ja jemand, was das sein könnte. In dem Sinne, ich werde jetzt mal den Weihnachtsbaum aufstellen gehen. Tschüssi!